Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ich Sie und euch heute ganz herzlich zum diesjährigen IMK-Forum begrüßen darf. Ich merke schon, dass wir alle so ein bisschen aus der Übung sind, was Präsenzveranstaltungen angeht. Normalerweise ist diese Kaffeepause vor dem Beginn, da stehen die Leute noch und haben sich noch nicht hingesetzt. Andererseits bei den Online-Veranstaltungen der letzten Jahre, da hat es ja üblicherweise immer pünktlich angefangen. Also von daher, da scheint jetzt eine Verhaltensänderung hier stattgefunden zu haben. Aber umso mehr schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir das Forum dieses Jahr wieder in dem jetzt renovierten Dom hier machen können, wie wir das bis vor 2 Jahren eigentlich immer gemacht haben. Die beiden vergangenen Foren standen ja ganz massiv unter dem Zeichen von Corona. Vor 2 Jahren hatten wir das Forum im April geplant. Das war dann mitten im Lockdown. Dann haben wir es verschoben auf den Herbst. Dann war die nächste Corona-Welle da und wir konnten es wieder nicht in Präsenz machen und haben es rein online gemacht. 2021 konnten wir das Forum dann wieder mit Publikum vor Ort machen. Das war dann im Kongresszentrum, weil hier die Renovierung noch nicht fertig war. Das war aber da mit wesentlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauern als sonst. Und auch heute haben wir jetzt noch eine begrenzte Zahl. Ich glaube, wir sind ja auch noch nicht so lange aus der Phase raus, dass wir in Berlin noch tatsächlich Kontaktbeschränkungen hatten. Also von daher läuft es wieder an, aber es ist schön, so viele Menschen wieder tatsächlich zu sehen. Beide Foren der vergangenen beiden Jahre waren großartig und fanden dann auch über den virtuellen Kanal große Verbreitung. Und darum möchte ich auch heute jetzt die begrüßen, die zugeschaltet sind über den Stream. Wir streamen dieses Forum und alle Vorträge werden gestreamt. Wir haben auch nachher, wenn es Zeit zulässt, ein paar kleine Aktivitäten geplant, wo man interaktiv mit vor dem Bildschirm interagieren kann. Ansonsten ist es aber ein ganz normales Präsenzforum. Das Thema unseres heutigen Forums ist die europäische Integration nach Corona und der Ukraine-Invasion. Natürlich ist Corona nicht vorbei, aber die heftigsten wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie liegen nun hoffentlich hinter uns und wir haben Möglichkeiten gefunden, unter anderem mit den Impfungen, mit der sehr schnellen Impfstoffentwicklung, aber auch mit systematischen Testungen, mit der Pandemie einigermaßen umzugehen. Und wir können jetzt einschätzen, und das ist natürlich inhaltlich wichtig, welche Kosten durch die Pandemie entstanden sind und wie man die jetzt bewältigen kann. Der letzte Teil des Titels ist leider hochaktuell, der Ukraine-Krieg. Das ist etwas, was wir bei der ursprünglichen Planung noch nicht auf dem Schirm hatten, denn wir haben natürlich das Thema geplant vor, wir hatten einen Vorlauf, der länger ist als dieser Krieg, also vor dem 24. Februar. Täglich sehen wir grausame Kriegsbilder aus der Ukraine und die EU ist mit einer gewissen Hilflosigkeit konfrontiert. Hilflosigkeit, weil wir in der Energieversorgung und insbesondere beim Erdgas extrem abhängig von Russland sind und die Gefahr im Raum steht, dass ein Lieferstopp russischen Gases uns schwere wirtschaftliche Schäden zufügen würde. Deshalb sind Entscheidungen, maximalen wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben, zurzeit alles andere als trivial. Der ein oder andere hat ja auch mitbekommen, dass es darüber ziemlichen Streit in der Ökonomenzunft gegeben hat. Hilflos sind wir aber auch als Europäische Union, weil die EU selber keine effektiven Verteidigungskräfte hat. Und die Sorge im Raum steht, dass auch wir künftig Opfer einer Aggression werden könnten. Diese Probleme gehen dabei zumindest teilweise auf unzureichende Integration in Europa zurück. Während unsere Energienetze, etwa Gaspipelines von der Iberischen Halbinsel durch Frankreich nach Deutschland, besser ausgebaut, dann könnte man viel schneller auf russisches Gas verzichten, als wir das jetzt können. Hätten wir eine integrierte europäische Rüstungsindustrie, also wo wir meinetwegen 2 oder 3 Anbieter für verschiedene Waffensysteme hätten, die miteinander konkurrieren, aber gleichzeitig über die Grenzen kooperieren, dann könnten wir mit den zig Milliarden, die wir ohnehin schon in das europäische Militär stecken, eine viel effektivere Verteidigung haben, als wir es heute haben. Für die EU stellt sich damit die Governance-Frage gleich in einer ganzen Reihe von Dimensionen. Das ist zum einen die Frage, ob wir nicht in Politikfeldern, die wir bislang weitgehend der nationalen Ebene überlassen haben, noch mehr Integration brauchen. Daraus folgt aber auch die Frage, wie wir diese Integration gestalten. Können wir uns erlauben, weiterhin die Integration als Summe und Kompromiss nationaler Entscheidungen zu haben?
Oder brauchen wir in bestimmten Feldern eine Konstruktion, die dafür sorgt, dass das umgesetzt wird, was auch aus europäischer Sicht am besten wäre? Schon vor der Corona-Pandemie gab es Bestrebungen, über die europäischen Fiskalregeln erneut nachzudenken, eine andere Dimension der Governance-Struktur, und zu überlegen, wie das Regelwerk ökonomisch und politisch sinnvoll zu reformieren wäre. Mit der Corona-Krise hat sich diese Frage noch einmal verschärft. Die Schuldenstände in vielen EU-Staaten sind nach der Pandemie so weit gestiegen, dass für einige Staaten das Senken, was vorgeschrieben ist in den Regeln, ökonomisch sehr schmerzhaft und möglicherweise unmöglich wäre. Gleichzeitig hat aber die Corona-Krise noch anderes bewirkt. Es hat Entwicklungen auf der europäischen Ebene gegeben, die wir vor 2 oder 3 Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Mit der Wiederaufbau- und Resilienzfazilität hat die EU ein neues zentrales fiskalpolitisches Instrument geschaffen, mit dem in größerem Maßstab gemeinsame Kredite aufgenommen werden und die dann in Projekte, die hoffentlich der europäischen Wirtschaft zugutekommen, eingesetzt werden können. Gleichzeitig, und das ist in der Diskussion zum Teil untergegangen, sind in der Fazilität auch Konditionalitäten eingebaut. Das heißt, das Geld fließt nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Damit wird dem europäischen Semester, also der Koordinierung von Fiskalpolitik auf europäischer Ebene, erstmals oder in stärkerer Weise als bisher eine Durchsetzungsmöglichkeit gegeben. Zudem, und das hängt mit den Finanzierungsfragen zusammen, haben sich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine europaweit neue Finanzierungsnotwendigkeiten ergeben. Die Verteidigungsausgaben dürften EU-weit absehbar steigen, denn Deutschland ist nicht das einzige Land, was hinter dem 2-Prozent-Ziel der NATO zurückbleibt und jetzt angekündigt hat, diese Ausgaben zu erhöhen. Die Unterstützung und auch der Wiederaufbau der Ukraine werden viel Geld kosten, und hier ist die EU als der Nachbarstaat und als der reiche Nachbar auf jeden Fall gefragt. Und drittens kostet uns die schnelle Abkopplung von russischer Energie Geld, und ein Teil dieser Investitionen werden von der öffentlichen Hand getätigt werden müssen. Wenn wir jetzt an die LNG-Terminals denken oder daran, wie da probiert wird, Gasquellen aufzutun, da spielt der Staat überall eine Rolle. Und all diese Herausforderungen stellen die Frage, inwieweit man einigen EU-Ländern oder der EU als Ganzes eine höhere Kreditaufnahme erlauben könnte und sollte, und wie man aber gleichzeitig die Schuldentragfähigkeit sichern kann. Denn vor allem, was sich jetzt abzeichnet, die Zinsumgebung wird anders sein als in den vergangenen 2 Jahren. Der Zins ist schon gestiegen. Wir wissen nicht genau, wie weit er weiter steigt. Und das ist natürlich eine wichtige Komponente für die Schuldentragfähigkeit. Auf einer anderen Ebene stellt sich die Frage, wie man die Wirtschaft der EU-Staaten künftig resilienter gegen Schocks machen kann. Sowohl in der Corona-Krise als auch jetzt im Krieg mit der Ukraine, also zwischen Russland und der Ukraine, und bei den Sanktionen gegen Russland wird uns schmerzhaft bewusst, wie fragil manche unserer Lieferketten sind und wie gravierend die Folgen von wirtschaftlichen Abhängigkeiten sein können, auch potenziell, wenn sie als Waffe eingesetzt werden. Dafür muss man gar nicht erst auf die Frage der Folgen eines Gaslieferstopps gucken, sondern es reicht, wenn wir auf die Ereignisse der Corona-Krise gucken oder auf den Halbleitermangel des vergangenen Jahres. Wir schätzen beim IMK, dass aufgrund der fehlenden Halbleiter in Deutschland im vergangenen Jahr 1 bis 1,5 Millionen Autos nicht gebaut worden sind, obwohl die Aufträge dafür da waren. Wenn man das probiert, aufs Bruttoinlandsprodukt umzurechnen, bedeutet das etwa 1% des Bruttoinlandsprodukts, was ausgefallen ist, weil ein paar Halbleiter, und das sind keine teuren Vorprodukte, fehlten. Als ich vor meiner Tätigkeit am IMK Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations war, war dort oft die Rede da vom Weaponizing von solchen Abhängigkeiten, also von der Nutzung als Waffe von ökonomischen Abhängigkeiten. Und diese Gefahr ist uns nun allseits schmerzhaft ins Bewusstsein gerückt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passieren würde wirtschaftlich, wenn China Taiwan angreifen würde und wir in einem Konfliktfall plötzlich weder Zugang zu Halbleitern aus Taiwan noch aus Zuvorprodukten aus China hätten. Und hier stellt sich für die EU die Frage, das werden wir heute diskutieren, wie sie eine eigene strategische Autonomie sichern kann. Der Begriff ist nicht von mir, der wird auf Brüsseler Ebene sehr stark diskutiert diese Tage. Und dabei geht es nicht darum, dass wir die Globalisierung abschalten wollen. Das können wir uns nicht erlauben als globalisierte und exportgetriebene Volkswirtschaft. Aber es geht darum, die Abhängigkeiten so zu reduzieren und unsere
Verbindungen mit dem Ausland so zu diversifizieren, dass man nicht allzu verwundbar ist. Wie das jetzt mit der Batteriezellenproduktion passiert ist oder mit der Herstellung von Halbleitern. Und all diese Herausforderungen haben natürlich immer auch eine Governance-Dimension. Schlecht ausgeführt, laufen Sie die Gefahr, dass Gelder verbrannt werden und wirtschaftlicher Schaden statt wirtschaftlicher Nutzen gestiftet wird. So, wenn man ein solch aktuelles Thema hat, wie wir heute, dann läuft man immer Gefahr, das zu haben, dass nicht alles so läuft, wie man es vorgesehen hat. Und wenn Sie jetzt in das Programm gucken und sich vor etwas längerer Zeit angemeldet haben, dann sehen Sie, dass das Programm nicht ganz so aussieht wie zum Zeitpunkt der Anmeldung. Das hat damit zu tun, dass wir zum Glück Jörg Kukies gewinnen konnten, Chefökonom im Kanzleramt. Das Unglück ist, dass er kurzfristig ein wichtiges Regierungsgeschäft just zu dem Zeitpunkt bekommen hat, wo er reden sollte. Darum mussten wir etwas schieben. Er kommt etwas später. Und wir freuen uns, dass wir für den frei gewordenen Slot, wir haben ein bisschen hin und her geschoben, mein Vortrag ist etwas komprimiert worden am Ende, und wir freuen uns, dass wir für den frei gewordenen Slot noch Gustav Horn gewinnen konnten, der gerade sich viel Gedanken über die neue Handelspolitik der EU gemacht hat, dazu auch was geschrieben hat und uns seine Gedanken dann hier auch mitteilen möchte. Das habe ich Gustav gar nicht vorgestellt. Gustav Horn ist mein Vorgänger in der Funktion hier als IMK-Direktor und ist heute im SPD-Parteivorstand. Lassen Sie mich nach dieser Vorbemerkung kurz durch das Programm führen. Einsteigen wird, wie ich angekündigt habe, Gustav Horn mit der Frage, inwieweit die EU eine neue Handelspolitik braucht. Es folgt dann der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Das ist eine seiner letzten Amtshandlungen, denn seine Amtszeit neigt sich dem Ende zu. Ich bin sehr froh, dass wir ihn hier haben. Rainer hat sehr lange Erfahrung mit EU-Politik, war lange in Brüssel und ich glaube, das kann man sagen, hat wie kaum ein anderer Gewerkschaftsführer, Gewerkschaftsboss in Deutschland die Fahne der europäischen Integration hier hochgehalten und gesellschaftliche Akzeptanz dafür erreicht. Und das ist, wenn man sich auch anguckt, wie gelegentlich manche Gewerkschaften in anderen Ländern agieren, ist das etwas, was man nicht unterschätzen darf, auch für Deutschlands Bedeutung und Deutschlands Kurs innerhalb der EU und als konstruktive Kraft in der EU. Dann wird danach Jörg Kukies kommen, der uns einen kurzen Überblick geben wird, wie weit wir auf dem Pfad zu einer europäischen Energiesouveränität sind. Monika Schnitzer, freue ich mich auch hier begrüßen zu können, Professorin an der LMU in München und Mitglied im Sachverständigenrat. Sie wird ausführen, wie Europa technologische Souveränität erlangen kann, gerade auch in strategisch wichtigen Bereichen wie der Cybersecurity. Den Abschluss würde ich dann machen mit einem Vortrag über die Fiskalregeln in Europa und den aktuellen Reformoptionen und vor allem, welche Möglichkeiten man hat, an diesen Regeln etwas zu ändern, konstruktiv sie zu reformieren, ohne den Vertrag zu ändern. Bei der abschließenden Podiumsdiskussion werden dann neben Monika Schnitzer und mir noch die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner im BMWK, die ich jetzt leider noch nicht sehe, aber die wollte, glaube ich, ohnehin später kommen, und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, teilnehmen. Moderieren wird den Tag die bekannte Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Ulrike Herrmann, sitzt hier vorne, und dann würde ich gleich an Frau Herrmann übergeben. Ganz herzlichen Dank.